darum, Brücken zu bauen zwischen allen Bereichen, allen Organisationen, allen Protagonisten, die beitragen können, die wichtigen Fragen der Nachhaltigkeit anzugehen. Dieses Problem kriegen wir nur gebacken und gelöst, wenn wir wirklich kooperieren, wenn wir die Gehirne zusammentun. Ich glaube, dass es uns wenig hilft, den Untergang zu beschwören, sondern es ist viel wichtiger, etwas zu tun. Das ist motivierend und das ist nötig. Und es gibt so viel zu tun. Wir haben mit Leidenschaft darüber diskutiert, was jeder Einzelne zum Klimaschutz beitragen kann, aber genauso, was können die Unternehmen beitragen und was kann die Politik beitragen. Wir haben uns mit 20 Personen oder Gruppierungen eben beschäftigt, die zum Beispiel beim G20-Gipfel anwesend sein könnten. Wie kann man sich persönlich verändern? Wie misst man das auch, sodass man Jahr für Jahr Veränderungen sieht? Es muss einmal Plattformen geben für Diskussionen, dass wir miteinander im Gespräch sind und auch Institutionen wie die Oviedo-Akademie hier, die sowas möglich macht, solche Foren, so ein Plenum, übernehmen ganz, ganz wichtige Funktionen dabei. Dieser Abend wird auch eine Spur hinterlassen. Ich finde, man hat ganz unterschiedliche Aspekte nochmal bekommen, an die man vielleicht selbst auch gar nicht gedacht hätte. Deshalb fand ich es sehr gelungen. Die Leute bringen sich ein, die Leute wollen diskutieren, die Leute wollen Klimaschutz und das ist ein gutes Gefühl.